Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons A Wonderful Life. So, einmal bitte raus mit unseren Hühnchen. Ihr könnt auf jeden Fall Eier produzieren und es sind auf jeden Fall auch ein paar Erdbeeren fertig. Sehr gut, die nehme ich mit. Es wird jetzt auch nicht so die Welt, die ich jetzt habe, aber das ist egal. Das ist noch nicht fertig, das ist noch nicht fertig. Ich kann neue Früchte anbauen. Die Frage ist, wo sind wir denn beim Frühlingstag? Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also eigentlich kann ich nur noch Tomaten anbauen. Anders geht es eigentlich gar nicht mehr. Das heißt aber, ich muss mir auch Tomatensamen wieder kaufen. So, die sind nämlich alle weg jetzt hier und hier könnte ich sogar noch was anbauen. Soll ich es mal riskieren, noch vielleicht eine... Warte mal, Sommer bis Herbst, Frühling bis Sommer. Ich könnte mal Wassermelonen könnte ich anbauen, genau, die wachsen. Die wachsen auf jeden Fall. Also, Wassermelone kommt dort rein. Ja, komm. Einmal verwenden. Dann einmal durchgießen bitte hier. So. Sehr schön. Düngen könnte ich theoretisch gesehen auch nochmal. Dann wird es auf jeden Fall was Besseres werden. Ja, hier kann ich meine Gießkanne auffüllen, weiß ich. Dünger habe ich 75 noch. Deswegen werde ich ja trotzdem mal düngen. Einmal komplett durch, würde ich sagen. So. Müsste ich mir natürlich Dünger nochmal holen, ne? So, die Erdbeeren verkaufe ich aber. Meine Babykuh ist halt auch noch nicht... Da war ein Hühnchen. Hat aber leider kein Ei heute gehabt. Aber vielleicht kann ich mir ein bisschen Wolle holen. Ich muss aber trotzdem erstmal hier reinschauen. Ich brauche dreimal Futter wieder. Das dauert ganz schön lange, bis so eine Babykuh da geschlüpft ist, ne? Das dauert ganz schön lange. Ich will das eigentlich hier... Nein geben, genau. Und das möchte ich auch noch dort. Und du bist ziemlich dreckig. Den muss ich erstmal putzen. So, geknuddelt habe ich dich. Sehr gut. Futter haben sie auch alle. Dann muss ich natürlich schauen. Du hast kein Ei. Du hast nichts für mich. Und wo ist mein anderes Schäfchen? Das ist hier hinten. Das ist aber auch noch nicht so... Und Eier. Okay, das ist ein befruchtetes Ei. Das gibt auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld als die normalen Eier. Ja. Absetzen bitte. Und dann geht's ab hier hin zum Verkauf. Erdbeeren, Ei. Gibt 800. Und ich muss mir Tomaten auf jeden Fall holen. Ist auf jeden Fall Fakt. Tomatensamen, aber ich habe auch noch Melonensamen, also von daher. Aber Tomatensamen sind alle, ne? Tomatensamen sind alle, ja. Müsste auf jeden Fall mal ein bisschen sortieren hier. Das ist auf jeden Fall Frühling. Ja, ich werde mir Tomatensamen nochmal holen. Vielleicht haben wir sogar eine neue Aufgabe dann. Die Frage ist, ich könnte natürlich mit meinem Pferdchen reiten. Aber Blumen sind auch wieder gewachsen. Sehr schön. Das passt natürlich. Das heißt, ich kann morgen auch bei Blümchen wieder verkaufen. So. Vielleicht gibt es ja auch noch wieder ein Rezept bei den Kobolden. Aber da gehe ich jetzt nicht hingucken, weil ich glaube es eigentlich nicht. 26 von denen haben wir. Läuft ja eigentlich ganz gut. Wir nehmen sie alle mit. Vielleicht finde ich auch noch eine Steintafel. So, die Blumen nehmen wir mit. Okay, warte mal, ab um 10 kann ich ja hier... Ab um 10 kann ich ja...
So. Ab um 10 kann ich ja. Dim, 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 dim. Okay, Matthew steht hier draußen. Ich muss hier aber noch ein paar Blumen sammeln. Kann ich nämlich verschenken oder verkaufen? So, sehr gut. Guck mal, hier unten müsste es ja dann auch noch Blumen geben, genau. Und an dem See müsste es auch noch Blumen geben. Ach, ich wollte eigentlich buddeln gehen. Naja, ich sammle jetzt erstmal die. Sammle erstmal die Blumen ein. Im Frühling wachsen ziemlich viele Blumen hier. Und dann schauen wir gleich noch hier vorne, ob es hier vorne noch ein paar Blumen gibt. Aufträge gibt es keine mehr. Aufträge gibt es keine mehr. So, und wenn es hier nämlich keine Blumen gibt, doch dort vorne habe ich noch was gesehen, aber hier wächst halt nichts. Hier sind aber auch immer Blumen gewachsen eigentlich. Warum wachsen die jetzt nicht mehr hier? Aber ist egal, wir buddeln noch ein bisschen. Nachdem ich das alles eingesammelt habe, was ich einsammeln kann, ja. 7 Stück von diesen Dingern habe ich schon wieder. Ich glaube, hier hinten in der Ecke waren auch noch welche, oder? Nee. Dann komm mal her, Pferdchen. Dann komm mal her. Wie gesagt, Aufgaben haben wir auch keine mehr. Dann gehen wir ein bisschen buddeln. Morgen können wir das alles verkaufen. Und Tomaten muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Okay. Hoffe mal, ich kann bei dir jetzt halt ein. Eine Vogelscheuche. Hey. Hey Silke, na, wie geht's dir? Natürlich, aufgezogenes Gemüse ist doch das Beste. Möchtest du heute etwas kaufen? Ja, bitte, ich möchte Tomatensamen kaufen. Wir haben eine große Auswahl. 90 Stück. Ja, 2500 habe ich immer noch, 11.000 ist in Ordnung. Ist jetzt nicht so der Welt. Aber ich bin auf jeden Fall heute fertig mit dem Einkauf. Danke, ich komme zurück, wenn ich noch was brauche. Na, ein bisschen Dünger hätte ich vielleicht sogar noch kaufen können. Wie gesagt, Frühling bis Herbst. Also mit Tomaten komme ich eigentlich ganz gut zurecht hier. So. Dann gehen wir noch ein bisschen buddeln. Da gibt es auf jeden Fall noch was, was wir verkaufen können. Vielleicht finden wir ja sogar noch so eine komische Steintafel. Ah, da ist dieser kleine Hund wieder. Ein Chihuahua. Na, gibt ein paar Stellen, wo ich buddeln kann, ja. Ja, legen wir los, komm. Nee. Möchte buddeln. So. Ich sehe ja nämlich schon noch 3 Felder, wo ich auf jeden Fall was bekommen kann. Eine Steintafel wäre natürlich noch ein sehr großer Fund wieder. Aber wenn nicht, dann eben nicht. Dann auf jeden Fall Sachen zum Verkaufen. Oh, die Diamanten oder beziehungsweise die Edelsteine, damit sollte ich auch einiges an Geld gut machen können. Das könnte sogar auch nochmal ein Edelstein sein, hier, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, das ist ein altes Fossil. Ich brauche halt eine Steintafel, ne? Ich brauche eine Steintafel noch. Die Frage ist, kann man die... Wann findet man die... Das kann ich ja natürlich wohl nicht buddeln, weil du im Weg stehst. Das finde ich ein bisschen doof. Dass man da nicht buddeln kann, wenn die Kollegen da im Weg stehen. Aber es gibt immerhin ein bisschen Geld. So, komm, buddel nochmal. Sehr schön. Edelstein nochmal, sehr schön. Edelsteine, wie gesagt, sind zum Verkaufen. Ja, geh wieder zurück am besten. Das müsste so eine komische Figur sein, oder? Ah, könnte auch eine Münze sein. Nee. Doch, eine alte Münze. Okay, außer eine, ist eine
ist eine Silbermünze. Ich will aber nicht nochmal auf dem. Ich will noch nicht nochmal auf dem gleichen Feld buddeln. So. Du rennst dort hinten rum, deswegen buddel ich jetzt hier vorne mal. Ich muss aber auch ganz schön tief graben manchmal, um überhaupt irgendwas zu finden. Aber bei manchen gibt es wahrscheinlich auch nichts drin, ne? Nee. Ich bin schon wieder ziemlich viel umgebuddelt hier. Ah, doch, da ist noch eine Münze, die hole ich mir noch. Ja, komm, bevor der wieder ankommt hier, kannst du die mitnehmen, genau. Ist nur so eine alte Goldmünze. Buddeln wir hier gleich nochmal. Und vielleicht daneben noch. Aber der macht sowieso gleich zu. Nee, hier ist nix, aber hier können wir noch. Ah, da ist noch was drin. Gut. Ich würde sagen, das buddeln wir noch aus und dann geht's weiter. Oh, es ging schnell. Gut. Ah, nochmal so ein altes Pferdchen gefunden. Okay, ich denke mal, das reicht für heute. Ja, alles fertig. Gut, dann lass uns mal rausgehen, was du gefunden hast. Aber du hast sowieso nichts von archäologischen Wert dabei. Es scheint leider nichts dabei zu sein. Du kannst das behalten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke für deine Hilfe. Ah, Silke, da will jemand Hallo sagen. Na los, beeil dich. Los, schnell, hopp, hopp. Oh, ich glaube, unser Kälbchen ist geboren. Oh, ja. Hast du schon einen Namen? Du musst dir einen Namen ausdenken. Ach, es ist übrigens ein Junge. Such dir was Schönes. Oh, ein Junge. Nee, der gibt keine Milch. Ein Junge gibt keine Milch. Das ist ein bisschen blöd. Schade. So, du kommst dahin, da kommt der Futterbehälter hin. Sammy, gefällt mir. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Ja, das ist dann ein kleiner Stier, ne? Aber vielleicht gibt es ja für den auch irgendwas. Mal sehen. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen sortieren hier. Da ist noch so ein altes Fossil, das muss hier hin. Da ist noch eine Münze. Die kommt auf jeden Fall da mit hin. Warte mal, die. Das können wir alles hier hinpacken. Dann können wir das Essen hier vorne hinpacken. Falls wir das nochmal irgendwann brauchen. Und die Münze kommt hier hinten hin. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Warte mal, das müsste ja aber eigentlich bedeuten, dass ich dich melken kann. Du müsstest ja dann diese spezielle Babymilch haben. Erstmilch. Ja. Okay, sehr gut. Also. Warum hast du hier zwei Futtertröge? Egal. Aber ich kann dich auch nicht nochmal melken. Ne? Erstmilch, die kann ich auch nicht. Die kann ich auch nicht verkaufen. Warte mal, hier ist noch ein Hühnchen. Seid ihr eigentlich. Eigentlich müsste ich ja alle draußen haben, ja. Nee, ja, ich lasse euch alle rein, ist ja gut. So, Tiere wieder in den Stall rufen. Genau, ihr müsst alle dort rein. Ah, du hast noch ein Ei für mich. Sehr schön, nehme ich mit. Du hast leider keins für mich. Du auch nicht. Du auch nicht. Wunder entdeckt, 9290 Gold, sehr gut, nehme ich mit. Nee, das möchte ich verkaufen, gerne bin ich bei 980, ist wie gesagt nicht die Welt. Aber ist in Ordnung. Und dort oben wachsen auch schon die Tomaten.
Ich muss hier auch nochmal gießen. Die Bäume dort wachsen auch. Ne, die sind bald fertig. Gieße ich heute nochmal? Ich habe eigentlich ja noch ein bisschen. Habe eigentlich noch ein bisschen Zeit zum Gießen. Ist er mir vertrocknet oder so? So, sehr schön, wäre das auch erledigt. Gleich nochmal auffüllen. Das andere kommt dort rein. Da kann ich wahrscheinlich auch das ein oder andere wieder verkaufen. Mit dieser komischen Pflanze kann ich nochmal reden gehen, aber ich glaube, die hat mir halt nichts zu sagen, ne? Hallihallo, Hallöchen. Das bleibt unter uns, aber manchmal kommt der Kokara spät in der Nacht mit dem größeren Lächeln nach Hause, das du je gesehen hast. Wo hat er nur so viel Spaß, wenn er es mir bloß irgendwann erzählen könnte? Na, ich würde sagen, für heute können wir Schluss machen, das reicht. Okay. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt noch? Wir haben ja soweit eigentlich alles erledigt, ne? Wir haben halt nur noch ein bisschen Zeit. Oder wir machen 2 Tage heute in der Folge. Ja, ich denke mal, es wird mal wieder Zeit, dass wir zwei Tage hier verbringen. Dann können wir nämlich morgen... na Schatzi? Da bist du ja, Schatzi. Hast du schon gebadet? Nach einem langen Arbeitstag erfrischt das Bad ungemein. Ja, das weiß ich. Aber ich habe noch nicht gebadet heute. So. Oh, wir haben nur 3 Kartoffeln. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Kartoffeln aufheben sollen. Ah, ist nicht so schlimm. Ich, hallo Mia. Wir gehen schlafen heute, denn wir wollen ja noch mal einen Tag verbringen und morgen können wir das ganze Zeug verkaufen. Muss ich noch mal sehen, was ich alles mitnehme, was ich dann bei Wahl verkaufe. Also ich habe auf jeden Fall ja von diesem komischen, von dem komischen Gemüse hier, da kann ich auf jeden Fall 20 verkaufen. Das kann auf jeden Fall weg. Von dem Rest eigentlich nicht. Vielleicht kann ich sogar das Essen loswerden. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal sehen. Also heute kommt definitiv der Händler wieder. So, euch lasse ich raus. Dort drüben ist schon eine kleine Melone gewachsen, sehe ich. Aber da kann ich noch nichts machen. Ich glaube, wenn ich hier jetzt wackle, kommt halt auch noch nichts runter. Wenn noch nichts fertig ist. Die Melonen auch noch nicht. Gut. Aber die Kräuter nehme ich noch mit. Die kann ich definitiv noch verkaufen. So, und meine Tiere kann ich auch rauslassen. Weil ich müsste ja die große Kuh eigentlich melken können, theoretisch gesehen. Dann müsste ich zwar die Erstlingsmilch wieder kriegen. Aber das ist egal. So, das müsste auch mit dem Melken eigentlich klappen, ne? Wo ist denn meine Kuh dort hinten? Und da ist die Babykuh. Ja. So, die brauche ich ja fürs Kälbchen hier. Nein, nein! Bist du doof? Sollst sie nicht trinken? Ich brauche unsere Babykuh. Oh Gott, kann ich die normal melken? Nee. So ein Mist. Warum trinkst du die? Okay. Müsste aber heute trotzdem nochmal klappen, denke ich mal. Eieiei, das wollte ich. Das wollte ich natürlich nicht, dass ich dir die Milch wegsüffle. Das ist ein bisschen doof gelaufen jetzt. Aber okay. Ist in Ordnung. So, wir machen noch mal eine Reise jetzt. Ich könnte natürlich noch ein paar Fische mitnehmen, die ich im Kühlschrank habe. Wir könnten natürlich auch noch mal angeln, aber ich glaube, Blumen gibt es heute keine. Vielleicht würde es noch... Ah, hier ist schon der Händler. Okay, gut. Aber ich sammle noch ein bisschen was. Steig ab, Silke. Das komische Kraut nehmen wir noch mit. Da gibt es zwar nicht viel. Ich denke mal, da gibt es nur eine Münze dafür. Aber besser als gar nichts.
Aber besser als gar nichts. So, hier unten ist auch nichts. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen angeln. Aufgaben gibt es auch. Lass mich vorbei. Ah, Ziegen könnte ich, glaube ich, nur im Frühling kaufen. Und auch nur beim ersten Mal, glaube ich. Das heißt, heute geht es nichts mit Ziegen. Wie gesagt, vom Geld her reicht es ja eh nicht. Aber vielleicht kann ich halt einfach noch den einen oder anderen Fisch verkaufen. Und ich finde es gut, dass man hier mehrere Sachen verkaufen kann bei ihm. Wenn sein Inventarplatz voll ist, kann ich es alles verkaufen. Und dann kann ich nochmal hingehen und kann nochmal verkaufen. Das ist auf jeden Fall gut. Ich könnte mir vielleicht noch so eine Silberzapfanlage holen. Aber ich glaube, die war auch relativ teuer. Und bei der Schere bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Was war das jetzt für ein Wild? Das war auch so ein anderer, ne? Vielleicht könnte ich mir noch eine Silberangel holen. Da kann ich wahrscheinlich dann auch den einen oder anderen Fisch fangen. Muss ich mal sehen, aber das wird alles, wenn das alles so 10.000 kostet, ist es halt ziemlich teuer. Amurwelt 53. Ich meine, gut, durch den Fisch werde ich auf jeden Fall auch reich. Vielleicht ein bisschen. Oh, jetzt kommt gerade keiner mehr, oder? Ach doch, da zuppelt noch einer. Ach, der ist schon da, weil das Wasser hier so drüber ist, da sieht man das nicht so richtig. Weil das Wasser hier so drüber ist, da sieht man das nicht so. Wir könnten natürlich auch noch mal mehr fischen gehen. Ein Forellenbarsch habe ich bekommen. Ja, hier kann ich halt nichts weitermachen. Naja, dann angeln wir einfach mal hier und hoffen. Ja, also ein Fisch kommt auf jeden Fall. Die Frage ist halt, was für einer. Und ein bisschen Geld gibt es halt für die Fische auch. Aber ehe ich dann bei meinen 150 bin, damit ich mir diesen Schuppen hole, ein Stachelmakrelchen habe ich hier gefangen. Na Wahnsinn, ist jetzt nicht so die Welt, ne? Wird auch nicht so viel einbringen. Ich weiß gar nicht, wann macht denn er seinen Laden auf? Ich glaube um 11 oder um 12. Aber die Fische kann ich zumindest verkaufen. Ich müsste aber so eine XXL-Fische fangen. Stachelmakrele. Die steht hier mitten im Wasser. Kriegt keine nassen Schuhe, keine nassen Hosen. Ist alles in Ordnung. Na komm, beiß an. Einmal fangen wir noch. Durch den Fisch. Aus dem Fisch könnte ich theoretisch wahrscheinlich auch Dünger machen. Oh, was ist das? Ein Tintenfischlein. Den habe ich auch noch nicht. Ein Tintenfischlein hatte ich auch noch nicht. Den müsste ich vielleicht sogar aufheben. Vielleicht will irgendwann jemand mal einen Tintenfisch. Weiß ich noch nicht. Erstmal sehen, wie viel es für den gibt. Ich glaube, um 12 macht er seinen Laden auf, ne? Kämpfe, kämpfe, Silke. Du schaffst es, du schaffst es. Okay. Und eine große Stachelmakrele. Hereinspaziert, ich habe geöffnet. Okay. Wahn, kommt und inspiziert meine Waren. Ja. Mache ich definitiv, aber ich komme da nur, um zu verkaufen bei dir. Dann muss ich mal schauen, wie viel Geld ich bei dir loswerde. Bin ich echt gespannt. So, mein Guter, dann bin ich gespannt, was du im Inventar hast. So, ich möchte etwas verkaufen. Na, dann zeig mal, was du zu verkaufen hast. Also, weg, 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 weg. Weg, da gibt es noch 40, egal, weg, weg, weg. Zuerst mal das verkaufen, wie viel bekomme ich denn da? 3690, klingt gut, nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich möchte noch was verkaufen. Also weg, 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 weg. Den Eintopf könnte ich... Kartoffelbrei, okay, gibt es auch noch einiges. Und dann kann ich sagen 25... Hm.
36, da werde ich mal 30 verkaufen. So. 2800, das ist nicht so die Welt, ne? Also da hast du schon mal mehr geboten. Ich habe nur noch Blumen, die ich dir jetzt anbieten kann hier. Ja. 30 Stück mehr habe ich nicht. Samen kriegst du von mir nicht. 750 nehme ich. So, und jetzt möchte ich mal deine Waren inspizieren. Was hast denn du? Die Trickblumen nicht, Energy Drink nicht. Ziege 40.000 kann ich mir nicht leisten. Und Klamotten. Okay, Ziege wäre natürlich cool. Die gibt nämlich leckere Milch, aber das muss ich mir für später aufheben. Nein, du kannst mir heute nichts. Ich habe alles soweit verkauft, was ich verkaufen kann. Hab halt auch nichts weiter. Die Fische haben auch nicht so viel gebracht. Meine anderen Waren möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Ein befruchtetes Ei, sehr schön. Bei dir kann ich nichts machen. Ja, du bist noch böse, ne? Und ich habe deinem Baby das alles weggetrunken. Das ist nicht so prickelnd. Ich habe dem Baby alles weggetrunken. Das ist so ärgerlich. Okay, noch ein Ei. Ja, 980 ist nicht so die Welt, ne? Befruchtetes Ei gibt 150. 350, da ist nichts. Das andere befruchtete Ei liegt schon da. Tomaten wachsen. Melonen, was war hier noch? Ach, da war auch noch eine Tomate. Okay, und hinten war, glaube ich, auch noch eine Wassermelone, ne? Ja. Aber dann bin ich eigentlich schon durch, weil mehr habe ich nicht. Könnte natürlich jetzt nochmal ganz gediegen mit meiner Sichel. Ein bisschen Gras schlagen. Oh Gott, okay, ich wollte dich nicht mit der Sichel hauen, tut mir leid. Aber ihr habt doch keine Eier mehr, ne? Aber 17 Uhr müsste ich theoretisch gesehen die Kuh ja noch mal melken können. Dann gehe ich halt einen Tag in die Stadt. Weil verkaufen kann ich ja sowieso nichts mehr, ne? Wenn ich jetzt 6 Stunden in die Stadt gehe, ist es 20 Uhr. Das müsste eigentlich passen. Dann hat er sein Geschäft zu. Ich treffe vielleicht jemanden, vielleicht gibt es noch ein besonderes Ereignis, aber ich glaube nicht. Ja, gehen wir. Du hast jemanden getroffen, der dir viel Freude. Das war's fürs heute. Ja, du bist sowieso ein bisschen spät dran heute, mein Guter. Das heißt, da läuft er, da wackelt er weg. Das Problem ist natürlich. So, ich werde jetzt auf jeden Fall, mein Pferd muss natürlich mit rein. Ich weiß nicht, wenn das woanders steht, ob es dann auch mit reinkommt. Sollen wir mal gucken, ob wir hier nochmal... Eigentlich müsste ich dich ja nochmal melken können. Ja. Okay, und jetzt möchte ich die Milch aber dir geben. So. Alles klar. Nicht, dass ich die jetzt wieder weggesüffelt hätte. Das wäre echt ärgerlich gewesen. Und die Hühnchen müssen auf jeden Fall auch wieder in den Stall. Und hier hinten ist noch so ein komisches Ding. Hätte ich natürlich noch verkaufen können, aber bringt nichts. Und ich muss auf jeden Fall nochmal wässern hier. Nicht,
nicht, dass die dann alle eingehen und die Tomaten müssen relativ schnell wachsen. So, gewässert ist. Gedüngt nicht. Ich muss schauen, ob Futter vorhanden ist. Aber müsste eigentlich alles voll sein und alle Tierchen sind auch drin. Ich könnte mir natürlich jetzt noch so ein Dings kaufen da, ne? So ein Schäfchen, aber möchte ich nicht. Ist nämlich schon spät, ich muss ins Bett. Meine Mia schläft schon. Das war ja klar. So, dann packe ich mal ganz schnell das noch dort rein. Da habe ich jetzt immer noch 27. Heute dusche ich mal nicht vorm Schlafen gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns definitiv im nächsten Part wieder. Dann geht's weiter hier mit Story of Season, Pioneers of Olive Town. Ist verkehrt. A Wonderful Life. Tschüssi, euer Basti.